riefst du mich an. Ich gab dir meine Nummer, doch ich ging nicht dran. Da sprachst du deine Nummer. Zwar weiß ich, wie du heißt, doch zeig mir, wer du bist. Sag mir, was du denkst, zeig mir, wie du fühlst. Ich weiß jetzt, wie du heißt, doch zeig mir, wer du bist. Sag mir, was du denkst, zeig mir, wie du fühlst. Verbaut. Neun schlug die Glocke, als ich die Amme sandte. In einer halben Stunde wollte sie schon wieder hier sein. Kann sie ihn vielleicht nicht treffen? Nein, das ist es nicht. Sie ist einfach lahm. Amme? Ich bin so erschöpft. Lass mich einen Moment in Ruhe. Meine Knochen schmerzen mir. Was für eine anstrengende Reise. Ich wünschte, du hättest meine Knochen und ich deine Nachricht. Ich bitte dich, liebe Amme, sprich. Mein Gott, so eine Hektik. Lass mich doch einen Moment in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich ganz außer Atem bin? Wie kannst du außer Atem sein, wenn du noch genug Atem hast, um zu sagen, dass du außer Atem bist? Gib Antwort. Bringst du Gutes oder Böses? Du hast doch wirklich eine ahnungslose Wahl getroffen. Weißt du nicht, wie man einen Mann auswählt? Romeo? Nein, den doch nicht. Mag sein, dass er ein besseres Gesicht hat als alle anderen Männer, aber seine Beine. Die übertreffen alle anderen Männerbeine. Und was Hand und Fuß angeht und den Körperbau, darüber spricht man zwar nicht, sie sind aber trotzdem über jeden Zweifel erhaben. Und er scheint sanft wie ein Lamm zu sein. Genug davon, Mädchen. Hast du diesen Mittag zu Hause gegessen? Nein. All dies wusste ich schon zuvor. Was sagt er von der Trauung? Was ist damit? Nur mein Kopfschmerz. Oh Gott. Er schlägt, als würde er in Stücke zerspringen. Und mein Rücken, mein armer Rücken. Schämst du dich nicht, mich so durch die Gegend zu hetzen, dass ich mir den Tod hole? Im Ernst, dass du nicht wohl bist, es tut mir leid. Doch beste Amme, sage mir, was macht mein Liebster? Dein Liebster? Er tut, was ein höflicher Gentleman tut. Und ein gut aussehender, und dafür bürge ich, auch ein anständiger. Er sagt, wo ist deine Mutter? Was? Wie seltsam du erwiderst. Euer Liebster sagt, so wie ein anständiger Gentleman, wo ist eure Mutter? Jemine, geh in Zukunft selbst, wenn du eine Nachricht hast. Dieses Getue, was sagt er? Bitte sprich. Darfst du heute zur Beichte gehen? Ja. Dann geh zu Pater Lorenzo. Dort wartet ein Mann darauf, dich zur Frau zu nehmen.